So, hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Cooking with Daily Family Stories. Wir sind heute wieder bei Planer Küchenland in Ravensburg und wir machen heute zusammen eine No-Bake Snickers-Torte. Und wie es genau geht, zeige ich euch hier. Für den Boden brauchen wir erstmal Butterkekse, Erdnüsse und Butter. So, als allererstes müssen wir die Kekse und die Erdnüsse klein machen. Hierfür nehme ich mir schnell meinen Küchenhelfer. Auf geht's. So, meine Kekse sind jetzt ganz, ganz klein und fein gemahlen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Butter hier mit unterrühren. Umso weicher eure Butter ist, umso einfacher ist es natürlich. So. So, nachdem wir alles gut miteinander vermengt haben, brauchen wir entweder eine Springform oder so wie ich. So, ich habe hier einen Tortenring. Ich finde es immer persönlich praktischer, da kann man den einstellen, ja, wie man es eben braucht. Ich habe ungefähr einen Durchmesser von 24 cm. Genau, und jetzt brauchen wir nur noch die ganze Keksmasse unten auf dem Boden zu verteilen und gut andrücken. So, nachdem wir alles gut festgedrückt haben, können wir den Boden so lang in den Kühlschrank stellen, damit er schön fest wird. Und wir machen in der Zwischenzeit unsere Erdnusskaramellsoße. So, für die Karamellsoße brauchen wir Schlagsahne, etwas Salz, Zucker und Erdnüsse natürlich. Als allererstes müssen wir ja, den Zucker in die Pfanne geben und warten, bis er schmilzt. Da habe ich meinen Herd wirklich auf nur mittlere Stufe gestellt, denn ja, der Grad zwischen Schmelzen und Verbrennen ist sehr, sehr schmal. Von daher ja, muss man da ein bisschen vorsichtig sein. So, bei dem Zucker wartet ihr lieber ein bisschen, bis sich unten der Zucker ein bisschen aufgelöst hat. Denn wenn ihr gleich anfangt zu rühren, dann dauert das einfach umso länger. Und ja, und wenn ihr so merkt, dass so langsam ein bisschen sich unten alles, ja, wie gesagt, auflöst, dann könnt ihr anfangen zu rühren und dann wirklich ununterbrochen rühren. So, solange hier mein Zucker vor sich hinschmelzt, mache ich noch schnell in einem Extratopf die Schlagsahne. Schon mal ein bisschen warm, ihr könnt es auch in der Mikrowelle machen. So, nicht zum Kochen bringen, sondern einfach nur erwärmen, damit es nachher nicht so ein Schock ist, wenn man die Sahne zum Zucker hineinschüttet. Genau, so mein Zucker schmilzt langsam. Ja, jetzt dauert es nur noch ein paar Minuten. So, mein Zucker hat sich jetzt komplett aufgelöst. Jetzt fehlt nur noch die Sahne. So, es wird gleich ordentlich schäumen. Einfach nur immer schön weiterrühren. So, es kann sein, dass der Zucker schnell mal hier fest wird. Das macht aber nichts, der löst sich gleich wieder auf. Einfach nur weiterrühren. So. So, jetzt fehlt nur noch eine Prise Salz. Ihr könnt auch sonst gesalzene Erdnüsse nehmen, dann könnt ihr auch den Salz in der Karamellsoße an sich sparen. Ich habe bloß jetzt nur geröstete Erdnüsse. Die geben wir jetzt auch noch in die Soße mit rein. Einmal kurz umrühren und zur Seite stellen, bis sie ein bisschen eindickt. So. Das duftet aber gut. So.
So, schaut euch mal diese super leckere Karamellsoße an. Die ist jetzt nochmal eingedickt. Ich habe sie ein bisschen stehen lassen, dass sie auch abkühlt. Jetzt kommt die ganze Masse nur noch auf den Kuchenboden. Den habe ich jetzt auch schon rausgeholt aus dem Kühlschrank. Die Soße verteilen wir einfach nur drauf und dann nur noch ab in den Kühlschrank. Und dann machen wir weiter mit der Creme. So. So, der Kuchen ist nochmal im Kühlschrank und kühlt nochmal durch. Ich habe jetzt alles vorbereitet für die Creme. Wir brauchen Mascarpone, Erdnussbutter, Schlagsahne, Zucker und Sahnesteif. Das Ganze mischen wir jetzt und genau, die genauen Angaben übrigens findet ihr auch unten bei uns in der Infobox. Da könnt ihr alles nochmal ganz genau nachlesen. So, machen wir weiter. So, ich habe jetzt hier erstmal die Mascarpone. Und die Erdnussbutter, die vermischen wir jetzt gut miteinander. Ich habe mir jetzt einfach nur so einen Handmixer zur Hilfe genommen. So. Und anschließend kommt dann nur noch der Rest rein, Zucker, Sahnesteif und Sahne. Und einmal nochmal schnell durchmixen, vorsichtig. Da wird es aber sehr schnell sehr fest. Und sobald ihr merkt, dass die Konsistenz wirklich so schön fest geworden ist, aufhören. Denn wenn ihr sie zu lange schlägt, wird es dann wieder flüssig. Und das wollen wir ja nicht. So. So, die Creme ist jetzt fertig. Die müsste jetzt wirklich so fest sein. Und die kommt jetzt nur noch auf die Karamellsoße oben drauf und dann nur noch in den Kühlschrank, bis sie wirklich komplett durchgezogen ist, bis sie wirklich kalt ist. Und zum Schluss dann nur noch, wenn die Kühlzeit vorbei ist, nochmal eine Schicht Schokolade oben drauf. Und dann ist sie eigentlich auch schon fast fertig. So. So, ihr Lieben, und so sieht dann die Torte fertig aus. Ich habe noch Zartbitterschokolade oben drauf gegeben und ein paar Snickers oben. Und ja, probiert es gerne mal aus. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne mal einen Daumen nach oben und abonnieren. So, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!